On Air, da seid ihr ja wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo mit eurem Dackmobil. Wieder mal von der Mosel. Diesmal sind wir in Zell. Ein kleiner Zwischenstopp, den wir hier gemacht haben. Wir stehen in Pünderich, haben aber gedacht, wir kennen den Stellplatz hier. Wir machen euch während der Fahrradtour hierzu auch ein detailliertes Stellplatzvideo, so wie ihr es von uns kennt. Für das Drumherum schaut das Video zu Pünderich, weil wir zwischen Pünderich und Zell mit dem Fahrrad hin und her gefahren sind. Haben auch hier in Zell einiges gedreht, also da könnt ihr euch auch informieren, was man noch hier nebenbei alles machen kann, wo man guten Wein kaufen kann und so weiter und so fort. Und bevor der Traktor uns gleich nicht mehr verstehen lässt, sage ich mal, gehen wir zur Einfahrt. Kommt mit! Okay, ihr kommt von oben angefahren und dann könnt ihr euch bitte nicht erst in die Einfahrt reinfahren, rechts oder links, sondern fahrt unten und wendet euch, damit ihr den Bogen schafft. Ansonsten könnte es sein, dass ihr in der Böschung bzw. in der Hecke hängt. Extra das Schild hier nochmal aufgestellt, dass man wendet, damit man den Radius hat, um richtig einzuschlagen. Der Wohnmobilstellplatz unterteilt sich in zwei Teilbereiche. Wir haben hier einmal den Bereich und auf der anderen Seite den neueren Teil vom Stellplatz. Fahrt ihr hier auf den Bereich, wo wir gerade stehen, müsst ihr beachten, dass im unteren Bereich keine Stromversorgung ist. Die Entsorgung ist hier oben, die zeigen wir euch gleich separat und machen mit euch erstmal, ja, die Anmeldung ist falsch, die Einfahrt. Egal ob rechts oder links, es ist das gleiche Prozedere. Ihr fahrt bis vor die Schranke und dann müsst ihr Knöpfchen drücken. Wenn ihr dann mit eurem Wohnmobil hier vor dem Terminal steht, drückt den Button und ihr erhaltet eine Klassikkarte, eine Chipkarte, die ihr später für die Bezahlung eures Aufenthalts benötigt. Schranke öffnet sich, auf der anderen Seite genauso und schon geht es rein. Sucht euch euren Platz aus, der euch gefällt und genießt euren Aufenthalt. Bezahlt wird bei der Abreise. Das zeigen wir euch aber gleich im Anschluss, weil das Terminal direkt neben uns steht. Hier haben wir unser Bezahlterminal. Es kostet pro Übernachtung 11 Euro nach dem 24-Stunden-Prinzip. Abgerechnet wird die Parkzeit ab einer Standdauer von 4 Stunden. Wenn du bezahlt hast, hast du 30 Minuten Zeit, kostenfrei, ohne dass du nachzahlen musst, mit deiner Chipkarte, die du hier erhalten hast, das Gelände wieder zu verlassen. Dafür gibt es auf der Ausfahrseite gleiches Terminal wie auf der Einfahrseite, wo ihr dann die Plastikkarte wieder hineinsteckt, damit die Schranke sich öffnet. Ich weiß jetzt nicht, wie die das hier handhaben mit der Kurtaxe, die seit diesem Jahr dazukommt. Eigentlich werden 1,50 Euro hier im Raum Zell für Kurtaxe erhoben. Wenn ihr es wisst, schreibt es drunter. Wie gesagt, wir stehen nicht hier auf dem Platz aktuell, sind nur mit dem Rad hierher gefahren, weil wir in Pünderich stehen. Daher kann ich euch die Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Wir waren vor einigen Monaten hier, wir kennen den Platz und da gab es die Kurtaxe noch nicht, weil das war im alten Jahr. Bezahlt werden kann ganz einfach mit Bargeld oder auch mit den gängigen Visa- und EC-Karten sowie mit Apple Pay oder anderen digitalen Zahlservice-Apps. Ihr führt die Karte ein und das Display leitet euch dann weiter, wie der nächste Vorgang dann vonstatten geht. Und hier habt ihr dann das Ticket nochmal auch bitte mit dem mit dem Barcode nach oben einführen und dann sagt er euch den Betrag, der zu zahlen ist. Hier in dem Bereich haben wir auch einmal um die Ecke die Glasentsorgung. Hinten herum stehen auch noch mal Mülltonnen für weiteres Glas. Und wenn ihr euch die Frage stellt, wo kommt das Glas her? Es gibt natürlich auch hier genügend Winzer in Zell, aber wir haben auch hier wieder, die gerne
genutzten Weinautomaten, wo ihr bitte, wenn ihr euch was holt, den Personalausweis nicht vergessen, euch vom Wasser über verschiedene Weine versorgen könnt. Hier haben wir noch eine Infotafel zum Stellplatz und was es noch so gibt. Im Moment kommt der Eiswagen noch vorbei, Pipo Furga hier gerade. Dann haben wir hier die nächste Adresse, wo es frische Brötchen gibt. Ein Stückchen weiter ist ein Campingplatz, da gibt es Brötchen und entsprechend, wie ihr seht, Fahrrad, Kanuverleih und so weiter. Dann haben wir hier noch die Hausregeln zum Stellplatz. Ja, und die wichtigen Notfallnummern und wo es Bier und Weine gibt. Die Höchstaufenthaltsdauer hier beträgt 4 Wochen nach dem 24-Stunden-Prinzip. Also Klassiker, ne? Kennen wir. 10 Uhr ankommen, 10 Uhr fahren. Und der untere Platz, wie gesagt, ist ohne Stromversorgung. Wir haben aber auch schon gesehen, dass einige von hier oben, und ist auch gerade so gemacht, sich den Kabel darunter leiten. Aber bei Hochwassergefahr muss damit zu rechnen sein, dass der Platz geräumt werden muss. Der Platz ist schattenlos. Das solltet ihr noch beachten. Eure Hunde dürft ihr natürlich hier mitnehmen, sind aber an der Leine zu führen und Hundekot ist sofort zu entsorgen. Logisch. Dann haben wir hier auch schon die Stromsäule. Die ist in den Stellplatzgebühren nicht mit enthalten. Wir haben hier die Steckdosen entsprechend, die aber nicht der Platznummer entsprechend. Einfach Stecker rein, nachdem ihr das Geld eingeworfen habt. Es gibt auch eine Sprachführung, die euch durch das Ganze hier führt, wie ihr das handhaben könnt. Es gibt Deutsch, Niederländisch, Englisch und Französisch. Der Strom kostet 1 Euro für Fragezeichen. Für eine Kilowattstunde. Maximal könnt ihr für 255 Münzen einwerfen und ihr werft das Geld rein, wählt die Nummer der Steckdose, die ihr belegen wollt und drückt auf OK. So funktioniert das und dann? Andersrum funktioniert es besser, wenn du zuerst die Steckdose wählst und dann das Geld einwerfst. Hier steht erst das Geld einwerfen. Aha. Gut. Nee, hast recht. Weil hier vorne steht es nämlich anders. Nee, hast recht. Okay. Also, Taste wählen, welche Nummer ihr habt, Geld rein, Stecker rein, fertig. War das jetzt richtig? Yep. Das mit dem Strom soll ja auch besser Alfred machen. Ich gehe mal von 6 Ampere aus. Ja, 6 Ampere haben wir hier. Klassiker. Direkt auf dem Platzbewende haben wir seit 1,5 Jahren Hoggers Wurstbude, wo ihr alles rund um gegrillte Würste, Pommes, Bratkartoffeln und Kartoffelecken bekommt, natürlich mit den entsprechenden Getränken, die man gerne dabei mit verköstigt. Daneben haben wir Glascontainer. Passt auf, wenn ihr da vorbeifahrt. Scherben liegen im Einfahrbereich genügend herum. Und wenn ihr wieder Richtung Ausfahrt fahrt, also zur Straße hin, geht es noch links hier vorne in die Entsorgung. Die zeigen wir euch jetzt. Wir haben dann im Entsorgungsbereich natürlich auch die Frischwasserversorgung. Hier ist für 1 Euro dann 90 Liter Wasser zu beziehen. Könnt ihr anfahren. Der Anschluss ist auf der Rückseite der Chemietoilettenentsorgung, die an dieser Multifunktionssäule vorne angebracht ist. Dort könnt ihr die Toilette entsorgen und auch spülen. Und auf der Rückseite ist der Anschluss für das Frischwasser. Da müsst ihr einen Gardena-Adapter mitbringen, weil das Ding ist ohne. So, alle weg. Hier ist die Grauwasserentsorgung. Gerade standen 2 Mobile hier, davon ein großer Liner. Sind gut anfahrbar. Klassiker ablaufen lassen und Ende. Und da habe ich auch jetzt erst gesehen, dass dort eine zweite Multifunktionsstation ist für Fährentsorgung und dadurch auch die zweite Anfahrstraße. Es kommt hier zu keinem Gedränge. Der Platz verfügt über
120 Plätze ungefähr. Und von daher könnte es ja da auch schon mal zu Stoßzeiten eng werden, wenn sonntags alles nach Hause möchte. Was wir noch nicht gesagt haben, hier nebenan haben wir noch ein Erlebnisbad, das Hallenbad. Was natürlich auch, wenn ihr hier gerade mit Kindern stehen solltet und das Wetter nicht so gut ist, nutzen könnt, um einen schönen Badetag einzulegen. Ansonsten wandert mal die Liebesschlucht, wenn ihr gut zu Fuß seid. Richtig schön und richtig schön, vor allem wenn es vorher viel geregnet hat. Dann ist nämlich der Weg weg und dann wird es abenteuerlich. Ansonsten Freizeitaktivitäten, wie man sie von der Mosel kennt. Ihr steht direkt an den Weinbergen vor der Mosel. Die Stadt ist fußläufig in 10 Minuten zu erreichen. Oben auf dem Berg haben wir verschiedene Einkaufsgelegenheiten vom großen Vollsortimenter über Discounter und Pipapo. Fahrt von hier hoch. Der Anstieg hinten hinter Bulley ist verdammt steil. Alfredsrath hat gesagt, da will ich nicht hoch, das hat sich ausgeschaltet. Nicht das, was er jetzt hat, aber das, was er damals hatte. Also von daher, fahrt hier hoch oder mit dem Wohnmobil, wenn ihr auf der An- oder Rückfahrt seid. Das war ein stures Fahrrad. Das war stur, das Fahrrad. Das hat auch nicht zur Marie, doch mit der Marienburg sind wir zweimal gefahren. Einmal mit dem alten, einmal mit dem neuen. Da hast du ja gedacht, du wärst im Lift. Richtig. Genau. Ja. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Bevor wir zum Fazit kommen, ihr könnt hier in kleinen Mengen Restmüll entsorgen. Gelb und Pappe bitte am Campingplatz entsorgen. Da müsst ihr hier ein paar hundert Meter den Weg den Moselradweg entlang, um das dort zu entsorgen. Es stehen 3 normale Hausmülltonnen zur Verfügung. Mehr haben wir leider nicht. Sanitär haben wir auch nicht, sonst hätten wir es euch gezeigt. Ansonsten ist aber alles da, was wir Camper benötigen. Von daher haben wir, unsere Lage ist im Winter sehr ruhig. Heute können wir es nicht beurteilen. Wir waren im Dezember. Genau, das sagt uns auch, dass der Platz ganzjährig geöffnet ist. Logisch, haben wir nämlich gar nicht gesagt. Haben wir hier sehr schön bei mega schlechtem Wetter gestanden. Und von daher, alles in Ordnung. Kommt her, überzeugt euch selber. Der Platz ist ziemlich voll, bis auf hier unten, wo das Hochwasser noch vor einer Woche war. Spricht wohl dafür, dass er vernünftig und in Ordnung sein muss. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche auf dem nächsten Stellplatz. Macht's gut. Ciao.